Willkommen zurück. Wie versprochen fahren wir heute weiter mit der ersten Auswertung der Besucherrückmeldungen und Wünschen an Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Wie gestern schon angedeutet, der zweite Punkt, der zweithäufigste Punkt waren Wünsche an die Wirtschaft. Was gehörte dazu? Hier wurde sehr häufig erwähnt, dass die Kosten der Umweltschäden von der Wirtschaft getragen werden müsse. Und sie solle nicht nur wirtschaftliches Wachstum anstreben, sondern sich sehr rasch zu sparsamen Technologien, erneuerbaren Energien und langlebigen Produkten bekennen. Als dritten Punkt mit 20% kamen Vorschläge dazu, was wir alle, jeder von uns selbst, tun kann. Da gab es sehr viele Ideen, sehr viele Vorschläge. Am häufigsten wurde genannt der bewusste Konsum, Verzicht und Achtsamkeit der Natur gegenüber. Weniger könne mehr sein, gerade in unserer Konsumgesellschaft. Dinge reparieren lassen, konsequentes Recycling betreiben, Bioprodukte kaufen, weniger Fleisch essen und selbst Obst und Gemüse anbauen, waren häufig genannte Ideen, die sich ja eigentlich auch leicht umsetzen lassen. Schließlich sind mit 15% der Karten Wünsche an die Politik adressiert. Hier wird am häufigsten genannt, dass sie unabhängiger von der Wirtschaft handeln solle. Sie solle Umwelt- und Klimaschutz und Menschlichkeit fördern, nicht und sich nicht nur auf finanziellen Reichtum konzentrieren. Und die Politik soll auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft eben die vollen Kosten der Umweltschäden, die sie verursacht, trägt. Man merkt den Postkarten auch an, es sind auch manchmal Emotionen dabei. Einige Postkarten klingen wütend, einige frustriert oder anklagend. Die meisten aber sind sachlich und auch zuversichtlich. Diesen zuversichtlichen und interessierten Blick in die Zukunft möchten wir auch in Erde am Limit vermitteln und angehen. Um aus den Ausstellungstexten zu zitieren: Wie passen wir unseren Lebensstil den veränderten Bedingungen an? Wie gestalten wir die Zukunft anders? Ideen sind gefragt, die den Wandel interessant und für alle erfolgreich machen. Kommen Sie zu uns in die Sonderausstellung Erde am Limit, wenn wir wieder geöffnet haben, und teilen auch Sie uns Ihre Wünsche und Gedanken und Ideen mit.